Herzlich willkommen zum nächsten Video und heute haben wir wieder ein paar wunderschöne Hybrid-Fights mit am Start. Richtig klasse Queenworks, da kann man richtig schön was lernen. Viel Spaß! Im ersten Fall zeigt uns hier Robin, wie einfach es sein kann, auf drei Sterne zu kommen. Er teilt die Base hier wunderschön in drei Quadranten ein. Der rechte Quadrant mit dem Rathaus, der wird von der Queen ohne Probleme rausgenommen. Mit zwei Supermauerbrechern kommt er hier richtig schön rein in die Base. Der nächste Quadrant ist ganz links außen. Da soll die Kaserne mit dem King alles platt machen, runterwärts aufräumen. Und die Miner und die Schweinereiter, die sollen dann in der Mitte Richtung Multi-Inferno, Richtung Royal Champion reingehen in die Base. Wenn das Rathaus raus ist, dann kann er schon hier mit seinem King und der Kaserne links anfangen, um alles aufzuräumen. Die Queen läuft hier schön rein, zieht dann hinten die Clanburg raus, was natürlich wichtig ist für den Hybridpaar, dass die Miner sich nicht zu lange mit der Clanburg kümmern, um dann nach und nach rausgenommen werden. Das wäre eine Katastrophe. Wie gesagt, die Queen läuft jetzt noch nach unten, holt dann wie den Adler raus, den Scattershot raus und hier auch den Inferno. Drachen, der ist definitiv nicht so gut in der Clanburg, wenn er keine schnelleren Truppen hat, die die Queen entsprechend ablenken. So kann die Queen sich ohne Probleme drum kümmern. Wie gesagt, außen jetzt. Der Picker mit dem King kümmern sich hier schön um die Seite. Die Marke dahinter helfen natürlich richtig gut mit. Und jetzt kommt der Hybrid-Part rein in den zweiten Quadranten. Zieht hinten Richtung Multi. Hier muss man natürlich einen Frost, einen Heil oder eventuell den Warden nutzen. Er spart sich hier aber den Warden auf für hinten den Bereich, wo der Scattershot seine Truppen trifft, was ganz, ganz wichtig ist. Was jetzt etwas blöd ist, die Queen hat keinen Schaden mehr, der auf sie schießt. Das heißt, die Heiler ziehen rüber zu den anderen Truppen, die auch Schaden bekommen. Und so ist leider dann die Queen ohne irgendwelche Heiler, was richtig schade ist. Das hätte hier noch richtig viel werden können mit dem Queenwalk. Aber schaut euch an, die Truppen holen ohne Probleme alles daraus. So viele Truppen noch am Leben. Auch der King und der PK sind noch mit dabei. Eigentlich nur noch der Multi, der hier irgendetwas ausrichten kann. Aber da wir ja noch den Royal Champion haben, ist auch der kein Problem mehr. Also richtig starker Fight vom Robin. Schaut es euch nochmal an. Drei Quadranten hat er gemacht. Erst rechts alles mit der Queen aufgeräumt. Dann links mit der Clanburg und dem King weitergemacht. Und dann ist er ohne Probleme mit seinen Haupttruppen durch die Mitte durch. So einfach kann es sein. Also legt euch die Quadranten zurecht in einer Base. Und dann kommt ihr hier locker auf drei Sterne. Auch wenn ich mich hier wiederhole, auch hier sind wieder drei Quadranten drin. Ohne Probleme geht man links hier rein Richtung Single Inferno, nimmt dort die komplette Seite raus, lenkt die Clanburg ab, hat dann da drüben zwei X-Bögen raus, den Scattershot raus und die komplette Seite freigemacht. Richtig viel Value hier von einem Queenwalk. Dann kann man mit dem King unten die Seite aufnehmen, kann den Royal Champion rausnehmen und zieht dann hier locker lässig von 9 bis 8 Uhr in die Base mit seinem Hybrid-Part rein. Der geht dann hinten über den Adler Richtung Scattershot. Das Rathaus nimmt man hier ganz locker mit dem Yeti-Blimp raus. Auch wenn es wirklich nervt, ich wiederhole mich immer und immer. Ihr müsst die Base schön einteilen, sehen, wo die Truppen langlaufen. Die Queen, wie gesagt, zieht jetzt da rein, holt die gegnerische Clanburg rauf. Der Gift ist perfekt gesetzt, dass die Hexen drin sind, was ganz, ganz wichtig ist. Jetzt kommt der King unten rein, der soll natürlich Richtung Royal Champion laufen, soll den rausnehmen. Ein paar Truppen hier zum Aufräumen mit dabei, das ist vollkommen ausreichend. Und dann ist die Base auch wunderschön schmal, dass die Miner und die Schweinereiter reinziehen können, wie gesagt, in die Base, holen dann hinten den Adler raus, ziehen Richtung Scattershot und haben am Ende erst mit King und Queen zu tun. Wenn man die am Anfang angehen würde, das wäre eine Katastrophe, da hat man viel zu viele Truppen am Spiel. Die dann hinten sich mit den Helden auseinandersetzen. So wartet man einfach bis zum Schluss und holt die dann raus. Jetzt kommen der Hybrid-Part schön rein und der Zeppelin oben drüber. Das heißt, wenn wir den Warden zünden, den zünden wir, wenn die Miner hier Richtung Scattershot oben gehen. Sehr schön. Geschützt durch den Warden kann der Zeppelin ohne Probleme bis zum Rathaus fliegen. Da macht natürlich auch hier der Tornado überhaupt nichts aus. Wichtig ist, dass man beim Rathaus rein kann. Die Queen ist hinten noch schön mit dabei, lenkt den X-Bogen ab. Der Hybrid-Part zieht, wie gesagt, außen wunderbar rum.
geht es dann hoch Richtung gegnerische Queen. Die muss rausgenommen werden, abgelenkt werden. Aber die Yetis, die kümmern sich natürlich super drum. Hinten muss man aufpassen, dass der Single Inferno den Royal nicht rausnimmt. Aber schaut euch an, die ziehen dann wunderbar hoch Richtung gegnerische Helden, können die nach und nach rausnehmen. So hat man überhaupt keine Probleme. Wenn man da am Anfang rein wäre, hätte man viel zu viele Truppen nehmen müssen, um hier gegen die gegnerischen Helden vorzugehen. Das nutzt nichts. Geht genauso vor, geht auf der anderen Seite rein. So habt ihr ohne Probleme hier die drei Sterne geholt. Richtig einfach. Die drei Quadranten sehr schön ausgenutzt. Und dann geht's rein in die Base. Und drei Sterne sind perfekt. Das soll es dann auch erstmal von mir gewesen sein. Schaut euch die nächsten drei Fights noch an. Die Quadranten, die hier immer aufgemacht wird. Die Queen nimmt ein, der King, die Clanburg, eventuell dann den anderen. Das kommt darauf an, ob man eventuell auch mit dem Zeppelin zum Rathaus fliegen will. Das muss man sich anschauen. Von Base zu Base ist das unterschiedlich. Ganz wichtig ist immer, nehmt einen Quadranten schön mit der Queen raus. Am Anfang ein paar Truppen nehmen, um den Tunnel zu machen, um die Queen auch wirklich dahin zu lenken, wo man hin will. Hier sieht man es, mit einem Jump geht es natürlich auch. Also wie gesagt, schaut euch die nächsten drei Fights noch an. So einfach können Hybrid-Fights sein, wenn ihr die Quadranten schön einhaltet und die Queen natürlich immer im Auge habt, mit Wut und mit Frostzaubern unterstützt, dass sie hier am Leben bleibt. Also wie gesagt, viel Spaß dabei, schaltet euch die nächsten drei Fights noch an. Man sieht sich dann definitiv morgen im nächsten Video. Watching it end again and again. I feel it in waves, you follow me. Drift into places I should leave. So close to the edge of something so perfect. We were too scared to take the leap. I'm missing the way. Close to the end.